Hallo, hallo, ich bin wieder auf meinem Ball drauf. Oh yeah, I love it. Ich bin mal gespannt, wie lange das anhält. Normalerweise ist es ja oft so, dass ich neue Dinge entdecke und dann finde ich die total geil für eine Zeit lang und dann ist das so, ja, okay, jetzt ist es auch vorbei. Manche Dinge nicht, aber die meisten. Und es wäre ganz cool, wenn sich irgendwas neu integrieren würde. Und dieser Ball tut es scheinbar. Ich möchte mit euch etwas teilen. Und zwar das hier. Das ist ein Rhabarber-Apfelkompott mit Zimt und Nelken. Und es gibt jetzt von mir kein Rezept für euch, was daran liegt, dass ihr einfach nur Rhabarber, Zimt, Nelken und Äpfel in einen Pott schmeißen müsst und das Ganze kochen müsst. Und ich habe natürlich den Instant Pot genommen und der Instant Pot macht das für mich innerhalb von 3 Minuten. Und dann habe ich das Ganze eingekocht, also tatsächlich in Gläser gepackt, so wie du es hier siehst, und diese Gläser dann eben eingelagert. Und ich habe mich jetzt schon öfter damit beschäftigt, ob das mit beziehungsweise ohne Zucker geht. Und es funktioniert sehr gut, wenn die Gläser sterilisiert sind. Also ich habe tatsächlich alle meine Gläser, die ich hatte, komplett einmal richtig ausgeschrubbt und sauber gemacht und die dann in die Mikrowelle gestellt. Natürlich ohne den Deckel. Den Deckel habe ich mit heißem Wasser übergossen, das dann stehen gelassen, bis das Wasser kalt wurde. Und so habe ich den sterilisiert und es ist auch wichtig, dass der Topf halt sauber ist, wovon man eigentlich ausgehen sollte, und dass letztendlich die Schöpfkelle sauber ist, mit der ihr das ganze Zeugs dann auch wieder aus dem Pott raus in euer Gläschen füllt, und das ja, sorgt dafür, dass eben keine Keime oder Bakterien hier reinkommen. Obwohl das Ganze gekocht ist, könnte das halt passieren, wenn irgendwelche Dinge davon nicht sauber sind, die man benutzt. Und dann schraubt ihr direkt auf das heiße, bis oben hin vollgefüllte Glas. Das ist sehr, sehr wichtig, dass da fast keine Luft drin ist. Mit dem sauberen Rand, den ihr extra nochmal sauber gemacht habt, wenn da was drauf gekleckert ist, entweder mit einem Tuch oder ich habe es mit meinem Finger gemacht. Es ist wichtig, dass einfach nur kein Füllmaterial, hätte ich schon fast gesagt, zwischen dem Glas und dem Dichtungsring vom Deckel ist. Weil das dann nochmal dafür sorgen könnte, dass es nicht komplett dicht ist oder dass es irgendwie doch anfängt zu schimmeln, was auch immer, das wollen wir alles nicht. Genau, und dann verschraubt ihr das komplett heiße Glas noch, verbrennt euch nicht die Pfoten, macht es zu und lasst es einfach stehen und dann dürft ihr euch nicht erschrecken, weil innerhalb der nächsten Stunde wird das so sein, dass die Deckel sich ansaugen durch den Unterdruck, weil das Ganze ja abkühlt und durch das Abkühlen wird es ja einfach wieder ein bisschen weniger vom Volumen her. Und deswegen erzeugt der Deckel dann einen Unterdruck, saugt sich an und hat das Ganze luftdicht verschlossen und das ist dann somit quasi eingekocht und dieses luftdicht verschließen, das macht sich bemerkbar durch einen ziemlich lauten Knack. Und wenn du da 10 Gläser stehen hast und die alle nicht gleichzeitig knacken machen, sondern ab und zu mal immer wieder, dann fragt man sich vielleicht bei den ersten 3, was das war. Aber dann hat man es dann irgendwann rausgefunden. Jo, also ich habe das bisher mit Äpfeln separat gemacht. Äpfel mit Zimt, mit Nelken. Ich habe also Zimt und Nelken in Pulverform. Man kann das aber sicherlich auch in ganzer Form machen, also dass du eine Zimtstange reintust und eine ganze Nelke dort reintust und mitkochst und so. Und ich habe es mit Quitten schon gemacht und jetzt mache ich es gerade mit Rhabarber und Apfel. Und das Ganze hält sich tatsächlich über ein halbes Jahr lang. Also so lange haben es meine Gläser im Schrank bei Dunkelheit, aber Zimmertemperatur ausgehalten. Ohne Zucker. Und was wollte ich dazu gerade noch sagen? Genau, länger haben sie es halt nicht ausgehalten, weil ich sie dann gegessen habe. Also länger konnte ich das Experiment nicht durchführen. Aber Leute, es funktioniert und man braucht keinen Zucker, wenn man irgendwas einkocht. Das ist ziemlich cool.
Ihr Lieben, ich hoffe, ihr macht das mal nach und sammelt fleißig schon mal dafür Gläschen. Da kann man natürlich auch seine Bekannten, Nachbarn, Freunde, Familie, Studienkollegen, Arbeitskollegen, was auch immer fragen und alle mal bitten, Gläschen zu sammeln. Die kleineren Gläschen sind meiner Meinung nach die besseren, weil sie einfach praktischer sind. Also man hat dann eine kleinere Menge offen und nicht so einen riesen Oschi. Wenn man da nicht so viel Wasser nimmt, während man das Ganze kocht, also wirklich nur ganz, ganz eben den Boden des Topfes mit Wasser bedeckt und dann sein Zeugs rein und das dann einkochen lässt, dann wird das relativ fest von der Konsistenz her. Das Wort war fest, falls ihr das gerade nicht verstanden habt. Und dann kann man das auch ganz toll irgendwo drauf schmieren und so quasi als Marmelade benutzen. Wenn euch das aber noch zu flüssig sein sollte, dann könnt ihr, nachdem ihr dieses Glas geöffnet habt, das Ganze nochmal in den Mixer geben oder auch eben nicht in den Mixer geben, sondern nur die Chiasamen mixen, also quasi zu Chiasamenmehl mahlen und das Chiasamenmehl dann unterrühren und das dann eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen und dann dickt das auch so richtig Gelee-artig an. Dafür müsst ihr gar nicht dieses ganze Gläschen mit den Chiasamen drin pürieren und hier auch noch die Ballaststoffe kaputt machen. Das macht ja im Grunde genommen keinen Sinn. Ist mir gerade so aufgefallen. Ich habe es noch nie gemacht. Habe es allerdings letztens bei Chef AJ gesehen. Und Chef AJ hatte dann eine richtig dicke, Gelee-artige Masse, die man so richtig marmeladenmäßig schmieren konnte. Jo, Leute! Wie gesagt, viel Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Goodbye.